herzlich willkommen in der Sächsischen Landesbibliothek, Staats- und Universitätsbibliothek in Dresden. Hier im Herzen des Campus der Technischen Universität sind wir seit 1556 einem traditionsreichen Erbe verpflichtet, sowohl als Landesbibliothek für den Freistaat Sachsen als auch als Bibliothek für die Technische Universität, sind heute aber sowohl als Landes- als auch als Unibibliothek natürlich viel mehr, wollen einen interaktiven Lern- und Erlebnisraum für unsere Nutzerinnen und Nutzer bieten und ganz wichtig ist, wir vermitteln nicht mehr nur Wissen an unsere Nutzerinnen und Nutzer, sondern beziehen diese aktiv ein. Das heißt, auch Sie sind wichtige Wissensträger und Trägerinnen für uns geworden. Wir wollen uns als Plattform für sozialen und wissenschaftlichen Austausch verstehen, wollen verstärkt für Bürgerwissenschaftlerinnen und Bürgerwissenschaftler da sein und uns als dritter Ort neben Arbeitsleben und Zuhause präsentieren, bieten deshalb verschiedenste Veranstaltungen an, vom Vortrag übers Konzert bis zur Podiumsdiskussion zu aktuellen gesellschaftspolitischen Themen. Wir befinden uns jetzt hier im Slup Makerspace. Der Slup Makerspace ist eine offene Werkstatt für Studierende, für Privatpersonen, für Forschende. Die einzige Voraussetzung, die man erfüllen muss, ist, man muss Mitglied der Bibliothek sein, also einen Benutzerausweis haben. Und dann kann man hier mit 3D-Druckern, mit Lasercuttern, Styrocuttern kreativ arbeiten, seine Modelle verwirklichen oder umsetzen. Die Besonderheit von dem Makerspace ist eben, dass Technologie wie zum Beispiel 3D-Drucker zur Verfügung gestellt werden für alle zu einem ziemlich geringen Preis. Also man muss letztendlich nur 10 Cent pro 20 Minuten Druckzeit bezahlen und kann dann diese Geräte nutzen, ohne sich dieselbe anschaffen zu müssen. Dadurch, dass das viele wahrnehmen, gibt es letztendlich auch so eine Community, die sich bildet. Leute, die immer wieder herkommen und sich dann untereinander austauschen können über Erfahrungen, die sie gemacht haben mit verschiedenen Technologien. Nutzen Sie die Gelegenheit, kommen Sie vorbei, besuchen Sie uns auf dem schönen Campus. Wir freuen uns auf Sie und stehen allen Menschen offen.